Hallo Leute, willkommen zurück zu God of War. Im letzten Part haben wir hier Ares gesehen, der ja sich über Athen hermacht und wir sollten dagegen was unternehmen, hat uns Athene gesagt. Aber ich frage mich gerade, wo ich lang muss. Hier gibt's einen Weg und links gibt's auch nochmal einen Weg. Ich will nichts verpassen. Ich will nichts verpassen, deswegen muss ich jetzt wohl oder übel beide Wege entlang gehen. Ich glaube, ich werde zuerst... Was hat da geleuchtet? Nicht weiter. Okay, sieht bisher alles genau gleich aus. Verdammt nochmal! Nee, da geht... Was? Nee, da geht's weiter. Es muss einfach da weitergehen, so wie ich das im Kopf habe. Sorry, Leute. Ja, es ist blind für mich. Nee, Quatsch, was erzähle ich? Das ist nicht blind. Aber es ist gefühlt 3 Ewigkeiten und 5 Tage her. So wollte ich das sagen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Egal, was passiert. Wow, Ares da im Hintergrund. Das sieht schon echt geil gemacht aus. Verdammt nochmal geil. Was ist... Hä? Ich weiß es nicht, Leute. Tut mir leid. Was da drin? Nein, du sollst die Kiste aufmachen, Kratos. Kratos, mach sie auf. Danke. Aha, ein Auge. Und mehr kann ich hier nicht tun, oder? Ah, eine Eule als Symbol auf der Tür. Eine Massivtür mit dem Symbol des Stadtorakels. Sie ist verschlossen. Und von hier aus nicht zu öffnen. Okay, steht da vielleicht noch was? Nee, steht nichts. Gut. Dann wollte ich... dann habe ich genau das gemacht, was ich tun wollte. Nämlich den falschen Weg aussondieren. So, perfekt. Gut, und der Mond da im Hintergrund. Echt wunderschön gemacht. Gut, das ist ein PS2-Spiel, also grafisch, technisch nicht mehr ganz... es kann nicht mehr ganz mit der neuen Zeit mithalten, aber trotzdem, echt wunderschön, finde ich. Und, ja, meine Meinung ist, dass die geilste Grafik überhaupt macht ein Spiel nicht besser, wenn es scheiße ist. Also was ich damit sagen will, ein geiles Spiel braucht nicht unbedingt perfekte Grafik. So, ups, und hier kommen wir jetzt nicht durch, ist das richtig? Ja, komme ich nicht durch, obwohl man da theoretisch rüberklettern könnte. Ist jetzt meine Meinung, aber offenbar nicht. Okay, zurück können wir offenbar auch nicht mehr. Aha, ein erstes Rätsel nämlich. Wenn ich hier raufstehe, dann öffnen sich die Tore da. Nein, wow, verdammt nochmal. Ha! Hast du nun davon? Hier, stirb! Diese Viecher sind... zum Verdammten! Ich könnte die Viecher eigentlich auch versteinern, aber ich glaube, das würde viel zu viel Mana... Apropos Mana, ich habe gar keins. Scheiße! Nee, halt! Anders geht das ja. Wobei, einen würde ich gerne töten. Einen würde ich gerne töten. Was zum Verdammten? Lass mich doch... Hallo? Lass mich doch wenigstens einen von euch töten. So, leck mich doch. Ich kann euch ablocken. Ich kann alles von euch ablocken hier. So, dich würde ich gerne töten. So, und sag gute Nacht hier. Zack. Nee, ich glaube, der Trick dabei ist, den einen Gegner hier nach hinten zu locken. Glaube ich jetzt mal. Komm hier nach hinten, komm. So. Ah, das war kacke, das war nicht gut. So, und ihn jetzt hinter mir herlaufen zu lassen. Und ich glaube, wenn er da auf den Schalter tritt, wenn er dann drauf tritt, mach schon. Hol ich mal zuerst das hier. Hä, ich glaube, so hat es... Verdammt. Ich glaube, so funktioniert das eigentlich. Hol ich mir zuerst noch alles andere. Was hier drin? Nix. Gut. Okay, wir versuchen es nochmal hier. Jetzt habe ich begriffen. Ich muss den ein versteinern hier. Da nehmen. Ah, verdammt. Ich muss das genau richtig timen. Komm näher. Ja, perfekt gemacht. Haha, ich nehme auch die Magie mit, die ja immer wieder erscheint hier. Das ist sehr fair. Na,
Oh, verflucht nochmal. Ich muss also... Hallo, ich muss also schnell sein. Hol ich mir halt nochmal ein bisschen Magie. Dann reicht es dann auch. Oh, ja, ist schon das erste kleine Rätsel, das ein bisschen... Ja, nicht schwer ist, aber das ein bisschen... Kleine Herausforderung ist, wollte ich sagen. Verdammt nochmal. Komm. Jetzt aber, komm. Jawohl, jetzt aber schnell, Kratos. Jetzt aber verdammt schnell. Komm schon. Und durch da. Oh mein Gott. Das war fast ein bisschen knapp. Nee, ich habe jetzt irgendwie gar nicht daran gedacht, dass ich den Gegner versteinern kann. Hallo Leute. So. Ja, die geben mir Energie. Diese ganzen Dorfbewohner hier, aber ich lasse die mal am Leben. Wollte ich euch nur gezeigt haben. Sie haben es sonst schon nicht leicht genug hier. Was will der Penner da drüben? Kann ich hier irgendwo rein noch? Ja, irgendwo kann ich bestimmt rein. Du halt mal die Klappe jetzt, ja? Hier kann ich rein. Aber hier drin ist quasi gar nichts. Sozusagen wirklich überhaupt nichts. Da drin ist aber was, man sieht es schon. Bestimmt irgendeine Feder oder so. Nein, in Anführungszeichen nur Orbs. Nehme ich dann aber auch. Sehr gut, ich kann da überall rein, in der Hoffnung, dass es da was gibt. Aber hier drin ist einfach nichts. Nicht mal Möbel, einfach gar nichts. Einfach nur ein leeres Häuschen, vielleicht mit einer kleinen Truhe drin. Mehr nicht, super. Also ich müsste... Was? Eine... Was, dumm? Nein. Eine verdammte Hütte. Nee, keine Hydra, ein Gorgone ist das quasi. Verdammte Gorgone. Es ist ja eigentlich keine... Mann, lass mich in Ruhe. Keine Medusa. Ja doch, es ist eigentlich eine Medusa, aber... Komm her. Ich glaube, die wird als Gorgone bezeichnet. So, und das war eine Gorgone. Hier kann ich auch noch rein, aber da drin ist wieder nichts. Dann gegenüber... Ja, ich möchte alles mitnehmen. Ich brauche Orbs, unbedingt. So, auch meins. Und dann, ja. Hallo, Freunde. Halt die Klappe. Oh, will ich hier rein? Kurz in Deckung gehen. Und ich hab's gesehen, da oben auf dem Haus, da ist eine Kiste. Wie komme ich da hoch von hier? Ha! Habe ich gesehen. Wow, Aresse. Hallo, lass mich in Ruhe hier. Zack. Sehr schön, noch ein Auge finden und... Geh weg jetzt! Da, hallo? So, auch hier hoch kann ich. Du nervst. Und hier drin ist bestimmt auch was. Jawohl, da drin ist noch was. Was kriegen wir denn hier? Ups. Naja, immerhin. Hallo, ist jetzt mal gut hier. Lass mich alle in Frieden. Okay, hier rein. Der Typ da drüben, den beachte ich gar nicht. So. Halt, da ist noch was. Halt jetzt die Klappe hier. So, die Bewohner lasse ich, wie gesagt, in Ruhe. Ich weiß da nicht genau, weshalb, aber... Nee. Ich glaube wirklich, die geben mir nur Lebensenergie. Also grüne Orbs quasi. Und die brauche ich... Die brauche ich jetzt noch gar nicht, habe ich gesagt. Schnauze. Der unterbricht mich hier einfach. Da muss ich ja zum Tier werden. Da ist ein Fass drin. Auch gut. Wow, 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 wow. Mit dir will ich eigentlich noch nicht spielen, mein Freund. Aber wenn du unbedingt spielen willst, dann... Es sind wieder zwei! Es sind wieder zwei! Naja, gut. Mit euch kann ich dann im Prinzip eigentlich leben. Ne, zwei von diesen Gegnern sind echt fies. Ich muss mich da ein bisschen besser positionieren, dass ich auch alles sehen kann. So. Wie viel haltet ihr bitte aus? Nicht mehr viel, glaube ich. Nein, ich will den Zorn der Götter noch nicht einsetzen. Halt, komm her! Komm her! Nein! Komm jetzt her, verdammt nochmal! Ich will brutal sein hier. Und... Nam, 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 nam. So. Weg mit dir. Und jetzt noch du. Du bist alleine. Du kannst nix. Nix kannst du hier. So. Okay, ich habe ihn anders kaputt gemacht, als das ich eigentlich gewollt hätte. Truhe bitte. Meins. Jawohl, mehr Energie.
Perfekt! Opfer angenommen! Und meine grüne Leiste erhöht sich! Wow, nicht gerade wenig. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Und hier, eine Feder. Brauche ich noch zwei? Ich weiß nicht, ob die im gleichen Verhältnis versteckt sind oder ob das eine irgendwie seltener ist oder so. Keine Ahnung. Also, dass man irgendwie darauf gehen könnte, dass ich jetzt schon Federn verpasst habe. Wäre nicht so cool. Genau wie du, da bist auch nicht so cool. Nein, nein. Leck mich. Weißt du was, ich kann das auch, aber ich brauche meine Magie noch. Und bam. Hier, Ultra-Kombos. Halt. Halt, dein Kopf ist mein. Dein Kopf ist mein. Ich schraube ihn dir einfach ab. Zack. Und tschüss. Alles kein Problem hier. So. Au. Hör auf damit. So, Tür auch gleich aufgemacht. Ich meine, das geht ja im selben. Hier sind wieder zwei Truhen. Hier drin ist ultra viel versteckt. Was heißt hier drin? In dieser, ja, Stadt. In diesem Vorort der Stadt. Auf der rechten Seite noch was? Ja, da ist auch noch was. Hat bestimmt nur Orbs. Oh, da drin liegt jemand. Dem geht es nicht mehr ganz so gut, glaube ich. So, genauso wenig wie dir hier. Tschüss. Dann geht's hier weiter. Oder wie sehe ich das? Nee, ich muss einfach hier mir den Weg freikämpfen hier. Zack. Einfach eine Barrikade hier. Einfach mir in den Weg gestellt. Die bringt euch aber gar nichts. So, und jetzt muss ich da irgendwie schwingen, glaube ich. Ja, weiß ich. Hallo. So, schwingen. Wow, nicht so hoch gerade das. Und was? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Es ist mir eigentlich egal, weil ich kriege noch zwei, drei Orbs zusammen. Aber trotzdem, warum? Weil ich quasi nach hinten abgesprungen bin. In die Rückenrichtung sozusagen. Könnte sein, oder? So. Und was zum? Was übersehe ich gerade? Er lässt da immer los. Ah, ich muss da loslassen. Was? Ich muss da loslassen, um die Schwungrichtung zu ändern irgendwie. Aber warum hat das jetzt nicht geklappt? Und, yep. Halt, da oben sehe ich doch was. Da oben sehe ich doch was. Genug hochklettern und da rein. Perfekt, schön versteckt. Aber das entgeht mir nicht. So, und jetzt, gut, nein. Kratos, du bist ein Vollidiot. Hättest du nicht 3 Zentimeter weiterspringen können oder so? Einfach nur 3 Zentimeter. Wäre doch jetzt nicht so eine Kunst gewesen. Nein, ich bin Kratos. Ich mache, was ich will. So, yep. Und abspringen, danke. Geht doch, verdammt. So, kann ich hier rein? Nein, eine feste Tür, warum auch immer. Gut. Also nochmal, unser Ziel ist es eigentlich immer noch, wow, wie das hier aussieht, diesen Ares da drüben, den Krieg so zu besiegen. Aber wie sollen wir das bitte schön tun? Wir sind sterblich und er ist ein Gott. Deswegen könnte das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen. So, hier ist noch was und ich glaube, das war's dann auch. Ja, gehen wir mal weiter. Athena Marktplatz. Ah, hier kann ich rein. Perfekt. Was gibt es denn für uns auf dem Marktplatz zu holen? Ups. Ja, warum nicht? Hier drüben ist auch noch was. Wow, aber... Ach so, da war nur ein paar Orbs zu holen. Was zum Teufel? Okay, da oben ist auch schon wieder die Party los. Ich glaube, ich höre schon wieder Gorgonen. Ich sehe sie auf jeden Fall noch. Kann ich da nicht rüber? Nein, kann ich nicht. Gut, doch, da oben habe ich was gesehen. Doch, Gorgonen. ja, toll. Okay, gegen... Was, das ist gar kein... Oh Gott, ich habe mich geirrt, das waren gar keine. Das ist ein riesen Ultra-Gegner. Okay, aber gegen den zu kämpfen habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Nein, ich hole mir noch erstmal alles hier. Oder... Nee, komm. Ja, ich mache hier Pause und sage, Leute, das war's für heute mit God of War. Im nächsten Part erledigen wir dieses riesige
Kack-Dingsbums da, dieser, was war das, ein Zyklop? Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.